Wenn wir über Russlands Wende gen Osten sprechen, denken wir wohl in erster Linie an China. Aber in letzter Zeit nahmen die Beziehungen zu Indien, einem ebenso wichtigen Partner, eine rasante Entwicklung. Und zwar in einem solchen Maß, dass dieses Thema auf den Titelseiten westlicher Publikationen häufig zu finden ist. In der heutigen Ausgabe analysieren wir, was Russland und Indien bereits auf diesem Wege getan haben und was sie zu tun gedenken. Im vergangenen Jahr hat Indien seine Käufe russischer Waren fast verfünffacht. Von 8 Milliarden US-Dollar auf 37 Milliarden US-Dollar. Nachdem die Europäische Union russisches Öl abgelehnt hatte, floss das schwarze Gold nach Indien. Infolgedessen stieg der Anteil des russischen Öls an den indischen Importen von 1% auf 35%. Das heißt, Russland wurde praktisch über Nacht zum wichtigsten Öllieferanten Indiens und verdrängte die USA, Saudi-Arabien und den Irak, die diesen Markt seit Jahrzehnten erschlossen hatten. In ähnlicher Weise steigerte Russland nach dem EU-Verbot die Kohlelieferungen nach Indien um mehr als das 2,5-fache und drängte damit die USA und Südafrika vom Sockel. Ein anderer wichtiger Exportartikel sind russische Düngemittel. In der Zeitperiode von Januar bis Oktober 2022 haben sich die Lieferungen der Mineraldünger nach Indien fast versechsfacht. Aber dies ist erst der Anfang des Prozesses. Ein wichtiger Nebeneffekt des explosiven Handels zwischen Russland und Indien ist, dass der Anteil des Dollars am internationalen Zahlungsverkehr bereits zurückgegangen ist. Indien zahlt für russische Lieferungen in Rupien, Dirham und jetzt zunehmend in Rubel. Reuters berichtete kürzlich, dass der Dollar dadurch seine Vormachtstellung verliere. Indien ist ja der drittgrößte Erdölimporteur der Welt. Sein Beispiel, auf andere Währungen umzusteigen, könnte für andere Länder ein verlockendes Beispiel sein. Um zu verstehen, wie ernst die Situation sein könnte, muss man wissen, dass Indien bis 2040 zu dem größten Energieverbraucher der Welt werden kann. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass 25% des Wachstums des Energieverbrauchs auf Indien entfallen werden. Derzeit leben nur 36% der indischen Bevölkerung in Städten, 65% in China. Aber der Anteil der indischen Stadtbevölkerung ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Dadurch ist der erhöhte Energieverbrauch so gut wie gesichert. Dazu kommt noch ein vielversprechenderer Trend: Gas. Gas ist in allen Regionen Indiens die Hauptenergiequelle für Haushalte. Voraussichtlich wird die Nachfrage nach Gas um das Sechsfache steigen. Wer kann diesen Bedarf decken? Russland hat keine gemeinsame Grenze mit Indien wie mit China und kann daher keine Pipeline wie Power of Siberia bauen. Es gibt jedoch mehrere Varianten, wie eine Pipeline durch Drittländer verlegt werden kann. Eine davon ist die TAPI-Pipeline. Sie soll Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan und Indien verbinden. Angesichts der instabilen Lage in Afghanistan haben diese Pläne in absehbarer Zeit praktisch keine Chance. Die zweite Variante ist vielversprechender. Die EP-Pipeline soll vom Iran über Pakistan nach Indien führen. Die Präsenz von russischem Gas in der EP-Pipeline könnte durch Swap-Lieferungen gesichert werden. Es ist daher das Projekt, das die besten Chancen hat, realisiert zu werden und den Namen Indian Stream zu erhalten. Es hätte schon längst realisiert werden können, wären da nicht die angespannten Beziehungen zwischen Indien und Pakistan gewesen, das selbst dringend zusätzliche Gaslieferungen benötigt. Allerdings zeichnet sich in der Welt eine neue geopolitische Konstellation ab. Die alten politischen Zwiste gehören manchmal der Vergangenheit an. Im Großen und Ganzen gibt es für ein künftig bevölkerungsreichstes Land der Welt und Chinas stark wachsenden Rivalen keine andere Alternative, um zur neuen Lokomotive der Weltwirtschaft zu werden.